Das finde ich einfach, da merkst du den Unterschied zwischen Bayern und Österreich, gell? Wenn du in Österreich so ein Stück spielst, die Boschen gleich, die sind immer gleich dabei. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ich hasse das, aber in Bayern, da merkt man, Volksmusik kann man auch genießen, gell? Sind da Österreicher da, was ist los? Ich kann lang spielen. Unser Land, unser Land, unser Land, unser Land, unser Land. Da war noch nichts, Entschuldigung. Ist sehr bekannt, ist sehr bekannt, war sehr bekannt. Wegen des, wegen des, wegen des, wegen des, wegen des. Schönen Echos, 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 Echos. Oft sieht man es noch, hört es aber nicht mehr, gell? Doch, 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 das ist vorbei, das ist vorbei. Denn im Tal hat das Echo keinen Schall mehr. Und das liegt an der Lärmschutzwand, der Lärmschutzwand, der längsten Wand im Alpenland. Links eine Wand, rechts eine Wand, das ist eine Lärmschutzwand, Lärmschutzwand, Lärmschutzwand. Du stehst an jedem Straßenrand, fast am Land und man nannt, siehst das Land nur am Rand. Der Lärmschutzwand, jetzt kein Boschen. Alles spricht von hohen Gipfeln, deren Könige die Wände sind. Hoch der Rom, fern vom letzten Fichtenwipfel, fern vom letzten Almenried. Der Mensch hat sie alle bezahwungen, nur die Lärmschutzwand ist noch keinem gelungen. Jedoch ich habe eine leicht perverse Neigung zur Lärmschutzwand, Erstbesteigung. Mann, der Obeiverleut wäre es bereit, bei mir auf zum Steigen auf die schönste, höchste Lärmschutzwand im ganzen Land. Ich muss sagen, Bayern ist ja wirtschaftlich sehr erfolgreich, aber im Vergleich zu Österreich bei den Lärmschutzwand ein bisschen Entwicklungsland. Das sieht man, wenn man von München nach Wien fährt, also bis Walserberg quasi keine Lärmschutzwand. Und ab dem Walserberg links ein Lärmschutzwand, rechts ein Lärmschutzwand und in der Mitte ein Lärmschutzwand, damit man den Gegenverkehr nicht so hört. Das ist ein Traum. Oh, wobei man sagen muss, ich bin noch nicht fertig. Wobei man sagen muss, das Problem ist, touristisch gesehen ist das Problem, dass Oberösterreich und Niederösterreich jetzt ausschauen wie der Ruhrpott. Die Tiroler sind noch viel, die Tiroler sind ein bisschen gescheiter immer als der Rest von Österreich. Die Tiroler haben nicht nur Lärmschutz, die haben sogar Sichtschutzwände gebaut, damit, wenn der Bayern nach Italien runterfährt, weil wo kommen wir da hin, wenn der sich gratis die Berge anschaut, ja? Der soll rausfahren im Örgl und zahlen dabei. Ja. Aber die schönste Lärmschutzwand, meine Damen und Herren, steht leider in Österreich nicht in Bayern. Die schönste Lärmschutzwand ist, wenn du von Wien nach Süden zum Flughafen fährst, gegenüber von der Raffinerie, hast du eine Lärmschutzwand, die ist 4 Kilometer lang, die birgt sie nach innen bis zu 10 Meter und dann ab dem 11. Meter birgt sie 17 Meter auf. Und dahinter ist nur ein Wiesen. Aber der österreichische Naturschutzverband sagt, da gibt es ja Froschel und schon akustische Probleme. Das wäre die Lärmschutzwand, auf die ich gerne aufsteigen würde. Wer von euch ist bereit, mit mir auf diese Lärmschutz raufzusteigen, der singt jetzt mit mir und du singst damit. A Lärmschutzwand, a Lärmschutzwand, die längste Wand, die längste Land. Links eine Wand, rechts eine Wand, das ist deine Lärmschutzwand. Lärmschutzwand, Lärmschutzwand, du stehst an jedem Straßenrand, vor dem Land und man laut, siehst das Land nur am Land. Der Lärmschutzwand, Finale! Steigen wir auf die Lärmschutzwand, Bergheim. Danke. Yeah.